Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwedder ist offensichtlich von Terroristen ermordet worden. Dafür spricht nicht nur ein Bekennerschreiben der RAF, das unweit des Tatortes in Düsseldorf gefunden wurde. Inzwischen steht auch fest, dass Rohwedder in seinem Haus im Stadtteil Oberkassel durch dieselbe Waffe getötet wurde, mit der am 13. Februar dieses Jahres die amerikanische Botschaft in Bonn-Bad Godesberg beschossen worden war. Zur Stunde fehlt von den Tätern noch jede Spur. Heute Morgen kurz nach Mitternacht am Kaiser-Friedrich-Ring in Düsseldorf-Oberkassel. Wenige Minuten nach der Alarmierung der Polizei durch Frau Rohwedder treffen zuerst Notarzt und Feuerwehr ein. Unmittelbar darauf beginnt die erste Spurensicherung. Die Polizei vermutet zunächst, dass die Schüsse auf Rohwedder möglicherweise von diesen Bäumen gegenüber dem Haus abgefeuert worden sein könnten. Gegen 0.30 Uhr wird eine Ringfahndung ausgelöst. Die Düsseldorfer Rheinbrücken werden gesperrt. Jedes einzelne Fahrzeug wird überprüft, bisher jedoch ohne Erfolg. Der Tatort am frühen Morgen. Gegen 8 Uhr wird der Leichnam Rohwedders zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Etwa zur gleichen Zeit treffen Bundesinnenminister Schäuble, sein Staatssekretär Neusel und der Düsseldorfer Umweltminister Matthiesen ein. Die Spurensicherung hat inzwischen erste konkrete Ergebnisse gebracht. In dem Haus gegenüberliegenden Schrebergartengelände findet die Polizei im Abstand von etwa 60 Metern von Rohwedders Haus drei Patronenhülsen Kaliber 7,62x51, ein Bekennerschreiben, ein Fernglas sowie schwache Abdrücke von Motorradreifen. Die Schüsse drangen durch dieses Fenster in das Arbeitszimmer Rohwedders. Um 15 Uhr die erste gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskriminalamt, Düsseldorfer Polizei und Generalbundesanwaltschaft. Es wurden mindestens drei Schüsse abgegeben. Das korrespondiert zum einen mit der Anzahl der Hülsen, die am Tatort gefunden wurden. Zum anderen sind exakt drei Einschüsse in der Fensterscheibe festzustellen. Ein Schuss hat Herrn Dr. Rohwedder von hinten etwa in Höhe der mittleren Wirbelsäule getroffen und wohl auch den Tod verursacht. Das sichergestellte Bekennerschreiben trägt neben dem RAF-Symbol die Bezeichnung Rote Armee-Fraktion Kommando Ulrich Wessel. Inzwischen sucht die Polizei nach einem älteren silbergrauen Honda Civic, der Zeugen kurz nach der Tat aufgefallen ist und dessen Beifahrer einen weißen Motorradhelm auf dem Schoß hielt. Wiederholt ist im Laufe des Tages auch über eine Stasi-Beteiligung an dem Attentat auf Rohwedder spekuliert worden. Auch der Präsident des Bundeskriminalamtes Zachert schließt dies nicht aus. In einem Interview mit einer Zeitung aus Halle wies er auf die bekannt gewordene enge Zusammenarbeit zwischen RAF-Terroristen und der Stasi in der Vergangenheit hin. Generalbundesanwalt von Stahl hat bislang jedoch keine Hinweise, die einen solchen Verdacht rechtfertigen könnten. Mit Stahl sprach Karl-Dieter Möller. War es in Düsseldorf ein typischer RAF-Anschlag, so wie er Ihnen auch aus vergangenen Anschlägen bekannt ist? Das Opfer war leider aus dem Bereich, aus dem die RAF auch in der Vergangenheit ihre Opfer gesucht hat. Herr Dr. Rohwedder war als jemand, der Wirtschaftsführer und zugleich politisch tätig war für die Treuhand, ein Opfer, von dem die RAF glaubt, dass sie mit diesem Mord Sympathisanten gewinnen kann. Die Anschlagsart war anders vielleicht als bisher, aber wir haben keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Anschlag der RAF gehandelt hat. Anders als Spitzenpolitiker wurde Rohwedder nicht rund um die Uhr durch Sicherheitsbeamte geschützt. Das wollte er in seinem Privatleben auch nicht. So wurde sein Haus in Düsseldorf nur in unregelmäßigen Abständen von zivilen und uniformierten Streifen überwacht. Polizeilicher Begleitschutz wurde nur in Ausnahmefällen gestellt, so bei öffentlich bekannten Terminen. An seinem Arbeitsplatz bei der Treuhand in Berlin verfügte Rohwedder dagegen über Personenschutz und einen gepanzerten Dienstwagen. Heute Vormittag war das Gebäude der Treuhandanstalt wie bisher nicht besonders gesichert. Trotz eines Brandanschlages auf eine Treuhandfiliale am vergangenen Freitag lediglich ein Polizist am Eingang zur Gesichtskontrolle. Die Mitarbeiter am Morgen waren sichtlich erschüttert. Der Vorstand traf zu einer Krisensitzung zusammen, Unverständnis für das Attentat. Die Stellvertreterin des Präsidenten der Treuhandanstalt, Birgit Breul, sagte, gerade Rohwedder habe sich mit Leidenschaft und Herz dafür eingesetzt, für die Menschen in der ehemaligen DDR das Beste zu erreichen.
Deshalb wolle die Treuhand jetzt auch in seinem Sinne weiterarbeiten. Das bedeutet, Betriebe privatisieren, entschlossen sanieren oder aber behutsam stilllegen. Mit dem, was Herr Rowe da für uns durch vorgegeben hat, was in dieser kurzen Zeit an einzigartiger Leistung erbracht hat, in seinem Sinne versuchen, hier weiterzuarbeiten. Wir sind da ganz entschlossen, trotz aller Schmerzen, trotz alles Kummers, trotz wirklich auch vieler persönlicher Verzweiflung hier im Hause, weil wir glauben, dass wir damit seinen Anliegen am besten gerecht werden würden. Über eine Nachfolge für Rohwedder wurde heute nicht gesprochen. Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt muss demnächst darüber befinden. Detlef Carsten Rohwedder, 58 Jahre alt, hatte gleichermaßen in der Politik wie in der Wirtschaft Karriere gemacht. Die Verbindung zwischen beiden Bereichen reizte den Ex-Staatssekretär und Ruhrmanager auch, die Sanierungsarbeit in Berlin zu übernehmen. Eine Aufgabe, die nach eigenem Bekunden genau nach seinem Geschmack war. Über den Mann, der als Treuhandchef das größte Firmenreich der Welt leitete und den größten Grundbesitz in Deutschland verwaltete, ein Beitrag von Jost Bösenberg. Detlef Carsten Rohwedder am vergangenen Mittwoch in Pforzheim bei seinem letzten offiziellen Auftritt. Bei der IHK Nordschwarzwald zog er Zwischenbilanz über die Arbeit der Treuhandanstalt. Rohwedder, promovierter Jurist, geboren im thüringischen Gotha, wurde 1969 SPD-Mitglied und Staatssekretär im Bonner Wirtschaftsministerium. Da blieb er fast die ganze Ära von Helmut Schmidt. 1979 wechselte Rohwedder zum Dortmunder Konzern Hoesch und wurde Vorstandsvorsitzender. Den Stahlriesen wandelte er zum Technologiekonzern und holte ihn aus den roten Zahlen. Rohwedder machte sich einen Namen als erfahrener Sanierer. In Krisenzeiten wurde sein Rat bei Gewerkschaften und Politikern gefragt. Ende Juni 1990 ging der Spitzenmanager zur Treuhandanstalt nach Berlin, um rund 9000 früher volkseigene DDR-Betriebe zu privatisieren. Für Firmenzusammenbrüche und Arbeitslosigkeit machen viele enttäuschte Ostdeutsche Rohwedder verantwortlich. 1000 Betriebe konnte er privatisieren und 300.000 Arbeitsplätze sichern. Den Mordanschlag von Düsseldorf hat Bundespräsident von Weizsäcker als unmenschlich und verblendet verurteilt. Rohwedder habe eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben der deutschen Vereinigung zu bewältigen gehabt und sich dieser Arbeit mit furchtloser Hingabe unterzogen. Dem Gemeinwesen habe er unschätzbare Dienste geleistet. Aus Bonn ein Bericht von Werner Sonne. Die Schreckensnachricht riss Bonn aus der nachösterlichen Ruhe. Justizminister Kinkel brach seinen Urlaub ab und kehrte in sein Ministerium zurück. Auch Theo Weigel, als Finanzminister für die Treuhand zuständig, eilte in einem Bundeswehrflugzeug nach Bonn, wo am Abend im Finanzministerium eine Krisensitzung stattfand. Mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Treuhand, Jens Odewald, beriet Weigel die Lage. Dringlich vor allem die Nachfolge für den ermordeten Treuhandchef. Doch bisher wurde öffentlich noch kein Name genannt. Klar ist nur, die Treuhand wird ihre Arbeit fortsetzen. Es geht jetzt darum, den Angehörigen zu zeigen, dass die Arbeit, die Herr Rohwedder begonnen hat, in schwieriger Situation fortgesetzt wird. Der Kanzler blieb seinem Amtssitz in Bonn zwar fern, würdigte den Ermordeten aber in seinem Urlaubsort in Österreich. Detlef Rohwedder war ein großartiger Mann. Er war ein wirklicher deutscher Patriot. Ich bin ihm vor allem in den letzten Monaten näher gekommen. Und ich will auch in dieser Stunde wiederholen, was er in einem wichtigen Gespräch zu mir sagte, als ich ihn fragte, ob er bereit ist, diesen schwierigen Job des Vorsitzenden des Vorstands der Treuhand zu übernehmen. Eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Umbau und Aufbau in den neuen Bundesländern. Und er sagte nach kurzer Bedenkzeit, wenn Sie mich als Bundeskanzler fragen, in einer so schwierigen Zeit, in einer Zeit, die für mein Land, für unser Land so wichtig ist, ich bin in Gotha geboren, ich komme aus dem Gebiet der bisherigen DDR, da muss ich das tun. Betroffenheit auch bei der SPD über den Tod von Rohwedder, der langjähriges SPD-Mitglied war. Es bedeutet einen ganz schweren Verlust, weil er in besonderer Weise die Fähigkeiten eines Unternehmers verbunden hat mit dem Streben nach sozialer Absicherung von Veränderungsprozessen. Das war ja das Geheimnis seines Erfolges bei Hoesch und das wollte er in die neue Aufgabe übertragen. Und dies, glaube ich, ist auch sein eigentliches Vermächtnis. Entsetzt über Rohwedders Ermordung äußerten sich auch Arbeitgeber und Gewerkschaften. Übereinstimmend sprachen sie von einer Belastung des deutschen Einigungsprozesses und zeigten sich besorgt, dass Rohwedders Tod die Sanierungsarbeit der Treuhand erschweren könnte.
Der brandenburgische Ministerpräsident Stolpe bezeichnet im Deutschlandfunk das Attentat als Warnsignal an alle Verantwortlichen, mit Schuldzuweisungen aufzuhören und die Treuhand zum Buhmann zu machen. Das erste deutsche Fernsehen hat sein Abendprogramm geändert und bringt direkt im Anschluss an diese Tagesschau die Sendung Report Extra mit ausführlichen Berichten zu dem Attentat. In der Sowjetunion sind heute viele Lebensmittel und Dienstleistungen bis zu 300% teurer geworden. Gebrauchsgüter kosten bis zu 10-mal mehr als bisher und für zahlreiche Waren wurden die Preise ganz freigegeben. Im Gegenzug hat die Regierung den Bürgern Lohnausgleichszahlungen in Aussicht gestellt, um die sozialen Folgen der Verteuerung abzumildern. Wegen umfangreicher Hamsterkäufe vor dieser Preisreform hatte sich die Versorgungslage in den letzten Tagen drastisch verschlechtert. In einigen Geschäften füllten sich die Regale heute wieder, vieles jedoch ist nun für die meisten Bürger unerschwinglich. Kroatien hat am Abend im Konflikt mit der Armee Jugoslawiens eingelenkt und damit zu einer leichten Entspannung im Nationalitätenkonflikt beigetragen. Nach Verhandlungen mit dem Staatspräsidium wurde ein Ultimatum der Armee befolgt. Diese hatte unter Androhung von Gewalt gefordert, eine Hundertschaft kroatischer Polizei aus dem Nationalpark von Plitvice zurückzuziehen. Dort war es über Ostern zu blutigen Zusammenstößen zwischen Kroaten und der serbischen Minderheit gekommen. Offen ist allerdings noch die Entscheidung des serbischen Parlaments, das auf einer Sondersitzung in Belgrad über die gestrige einseitige Anschlusserklärung der serbischen Minderheit in Kroatien an die Republik Serbien berät. In der nordalbanischen Stadt Skoda ist es 2 Tage nach den ersten freien Wahlen des Landes zu blutigen Zusammenstößen zwischen oppositionellen Demonstranten und der Polizei gekommen. Es gab 3 Tote. Anhänger der Demokraten hatten sich vor dem örtlichen KP-Hauptquartier versammelt und forderten den Rücktritt der Funktionäre. In Skoda hatten, anders als im Gesamtergebnis, die Demokraten die Wahl gewonnen. Nach Darstellung eines Oppositionsvertreters sei aus der Zentrale plötzlich geschossen worden. Daraufhin stürmten Demonstranten das Gebäude, zertrümmerten das Mobiliar und steckten einige Räume in Brand. Anschließend kam es zu einer Straßenschlacht zwischen der Polizei und der aufgebrachten Menschenmenge. Soeben erreichten uns diese Bilder aus der albanischen Hauptstadt Tirana. Schüsse sind zu hören. Vor dem Gebäude der Demokratischen Partei hatten sich etwa 1000 Menschen versammelt. Polizei war aufmarschiert, offenbar kam es am Abend hier zu Zusammenstößen und Schießereien mit den Demonstranten. Angesichts des brutalen Vorgehens der irakischen Truppen gegen die Aufständischen im Lande wächst weltweit die Sorge um das Schicksal vor allem der Kurden. Nach Angaben westlicher Journalisten bewegt sich eine Flüchtlingswelle von rund 200.000 Menschen auf die türkische Grenze zu. Zehntausende sollen sich auf dem Weg in den Iran befinden. Im Süden fliehen schiitische Rebellen vor den Truppen von Staatschef Saddam Hussein in die von den alliierten Golftruppen besetzten Gebiete. Vor diesem Hintergrund kündigte heute die französische Regierung an, sie werde so schnell wie möglich im UN-Sicherheitsrat Maßnahmen gegen die Unterdrückung der Kurden und Schiiten beantragen. Jordaniens König Hussein hat dafür plädiert, umgehend israelisch-palästinensische Kontakte herzustellen. Gegenüber Bundespräsident von Weizsäcker betonte er heute, es müsse eine Regelung für den Nahen Osten gefunden werden, die auch künftigen Generationen einen stabilen Frieden garantiere. Der Monarch war im Rahmen einer Europareise am Vormittag zu einem eintägigen Besuch in Bonn eingetroffen. Nach der irakischen Invasion Kuwaits hat die Bundesregierung insgesamt 370 Millionen Mark für Jordanien bereitgestellt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. April. Der Satellitenfilm zeigt zunächst starke Bewölkung über dem Norden Deutschlands. Weiterhin erstreckt sich ein Wolkenband von der Nordsee über die britischen Inseln südwestwärts. Im Tagesverlauf zogen sich die Wolken über Deutschland etwas nordwärts zurück. Gleichzeitig kam das Wolkenband Richtung Deutschland voran. Es gehört zu der Kaltfront eines Tiefs mit Kern über dem Nordmeer. Sie überquert morgen Deutschland von West nach Ost. Die Vorhersage für morgen. Im Nordwesten zunächst stark bewölkt und Regen. In der zweiten Tageshälfte Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Im übrigen Deutschland anfangs sonnig, im Tagesverlauf von Nordwesten stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte im Südosten um 3, sonst 5 bis 10 Grad. Höchsttemperaturen im Norden um 10, sonst 12 bis 17, im Südosten bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer,
Im Norden starker und böiger Wind um Südwest. Und die weiteren Aussichten: am Donnerstag nach kurzer Wetterberuhigung erneut Regen. Kühl. Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit den Tagesthemen.